Karin, ich mache mir einen Espresso. Magst du einen Kaffee? Ja, gerne. Ich komme gleich rüber. Karin, du magst einen Süßstoff? Ja. Ich schrei. So weit bist du schon da. So. Dankeschön. Ja. So, mein Schatz. Dankeschön. Warte, nimmst du gleich ab? Das ist nicht, danke. Danke. Früher war das eigentlich mal mein Reich. Und das Erste, was ich gelernt habe nach der Erblindung, war wieder kochen. Habe mir die Küche eingerichtet, damit ich alles finde, auch soweit. Und ja, dann ist auch die Karin eingezogen. Und jetzt ist es nicht mehr so ganz mein Reich. Jetzt ist die Karin hier die Chefin. Okay, dann bis später. Ja, bis später. Mach's gut. Lass dich nicht nerven. Bis dann. Ciao. Das ist der Salat für heute Abend. Gurkensalat, es ist Karins Lieblingssalat und ich hoffe, ich kann sie damit erfreuen. Klaus Angerbauer ist 33, als die Erblindung seine Lebenspläne durchkreuzt. Das war schon auch ein Gedanke, wenn ich dann wirklich eine Diagnose bekomme und man sagt mir, sie sind ab jetzt blind oder wir können nichts mehr für sie tun. Wie überlebe ich? Ich bin begeisterter Motorradfahrer gewesen, Skirennfahrer, alles Mögliche. Und das würde alles nicht mehr funktionieren. Und ist das überhaupt, ist dann ein Leben lebenswert? Kann ich das zulassen? Ist es ein Leben, wie ich es mir vorstellen kann? Diese Vorstellung ist entsetzlich. Und dann passierte irgendwie etwas, was ich bis heute noch nicht wirklich erklären kann. Eine meiner Lieblingsaktionen. Grundschulbesuch. Das haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht. Pandemiebedingt. Bin mal wirklich gespannt, wie es dann heute wird nach so langer Zeit wieder. Klaus lebt in Wessling, südwestlich von München. Er ist Musiker. Wege, die er nicht regelmäßig geht, sind schwierig. Doch der Termin in der Grundschule ist ihm sehr wichtig. Ich möchte einfach mal zeigen, dass ein Mensch, der eine Einschränkung hat, eine Behinderung hat, dass er viele, viele Dinge auch machen kann, wo man halt denkt, ich könnte das nicht als Blinder oder ein Rollstuhlfahrer. Und das ist halt immer wunderbar, wenn die Kinder fragen, ja, wie machst du das, wie machst du das? Und ich erkläre das halt. Dann wurde ich halt gefragt, was wäre dein größter Wunsch, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Und würdest du dann wieder sehen wollen? Und ja, die Antwort war jetzt nicht so wirklich eindeutig. Die Spannung steigt, ja. Wer holt mich überhaupt ab? Hier bin ich nicht so oft. Hallo. Ja, hallo. Hallo, servus, ich bin der Klaus. So, und ihr zeigt mir jetzt den Weg. Kann mich auch jemand am Arm nehmen? So, prima, so ist das klasse. Da ist schon das Klassenzimmer. Ja. Oi. Grüß Sie, Herr Angerbauer. Guten Morgen. Ich bin in der 2A angekommen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Herr Angerbauer. Guten Morgen, liebe Klasse 2A. Ihr seid aber nicht aufgeregt, oder? Schon doch. Ich auch. Wie wissen Sie überhaupt, was Sie anziehen sollen? Weil das sieht man ja eigentlich gar nicht. Ja, einmal habe ich meine Hemden zum Beispiel und die Pullover, die sind so ein bisschen sortiert. Und natürlich, wenn du mal die Augen zumachst und deine Kleidung anfasst. Hier habe ich zum Beispiel, das ist so ein blau kariertes, da weiß ich, okay, das ist ein bisschen dicker, ist dickerer Stoff, aha. Brauche ich bloß hinlangen und dann erkenne ich das am Stoff oder an den Knöpfen. Die Knöpfe sind ja auch immer verschieden. Wie gehst du einkaufen oder gehst du überhaupt einkaufen alleine? Wie bereiten Sie eigentlich Ihr Essen zu?
ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie anstatt Zucker Salz in den Kaffee getan haben? Wie war das, als Sie blind aufgewacht sind? Es gibt ja auch Menschen, die von Geburt an erblindet sind. Wenn du zu dem sagst, deine Schultasche ist rot, dann kann sich der natürlich nichts darunter vorstellen, weil er nie die Farben gesehen hat. Und deswegen, und das ist auch ganz interessant, wenn ich träume, dann sehe ich. Das heißt, mein Traum ist ganz normal, das ist mein Kino. Ich habe noch eine Woche, nachdem ich aus der letzten Operation kam, habe ich gleich wieder ein Konzert gegeben und wusste gar nicht, ob ich das blind überhaupt kann. Here we are and here we are and here we go. All on board, we are heading the road, here we go. Rocking all over the world. Ich war ein guter Schüler und in den ersten ein, zwei Klassen war ich fast zu gut, weil ich Lesen und Schreiben schon konnte durch meinen Vater. Ich habe durch ihn mit 4 oder 5 Jahren schon lesen gelernt. Klaus' Vater ist ein angesehener Richter am Landgericht München. Als Klaus 1957 geboren wird, ist er bereits 53 Jahre alt. Zu seiner Mutter hat Klaus ein besonders inniges Verhältnis. Sie kümmert sich um die 3 Söhne. Klaus ist das Nesthäkchen. Seine Brüder sind 3 und 6 Jahre älter. Es war paradiesisch. Der See 100 Meter weit weg, der Wald 50 Meter weit weg. Schöner kann eine Kindheit nicht sein. Wir hatten den großen Garten. Wir konnten uns gegenseitig messen mit Hürdenlauf im Garten. Natürlich mit abgerissenen, abgebrochenen Zehennägeln und was weiß ich was alles. Dann ging es weiter mit vom Baumspringen, von den Hütten runterspringen, um die Wette tauchen. Also es war immer ein Messen mit anderen, ein Messen mit sich selber. Und es war immer der Gedanke, morgen geht's noch besser. Als kleiner Bub hatte ich schon die Eigenschaft, dass ich etwas schaffen wollte. Und ich denke, es war später wirklich eine Rettung. Eine wirkliche Rettung vor dem Untergang, dass diese Eigenschaft da auch wieder bei mir zutage kam. Meine Mutter war sehr lebensfroh, sehr fantasievoll. Sie hatte die Urlaube geplant. Sie hat dann, als wir das erste Auto hatten, ganz Deutschland, Österreich, Schweiz abgefahren. Ich kann mich noch erinnern an die frühen Davos-Fahrten. 3 Kinder und Mutter ist natürlich jede Menge Gepäck mit Skier. Und weil wir immer vor Weihnachten gefahren sind, hatten wir auch noch den Weihnachtsbaum auf dem Dach. Aber das war ohne Vater. Ich bin so aufgewachsen, dass Weihnachten ohne Vater war. Man könnte sich überlegen, warum ist da von uns Kindern auch nicht mehr nachgebohrt worden? Warum das so war? Ich denke, mein Vater war hauptsächlich mit seinem Beruf verheiratet. Je älter ich wurde, umso stärker habe ich das wahrgenommen, dass mein Vater eigentlich auch Samstag, Sonntag Richter war. Hi. Servus. Claudia, grüß dich. Claudia kennt Klaus seit seiner Kindheit. Geht schon. Sie gehen regelmäßig gemeinsam spazieren. Halt. Aber du hast ja auch schon mal oft auf mich gewartet, weil ich dich vergessen habe. Ach ja. Wie viel Grad hat denn der See? Ich denke mal so -3 oder so. Jetzt sind wir hier an dem Steg, wo damals circa die heißgeliebte Badeanstalt war. Wir haben auch versucht, mutig vom 3-Meter-Brett zu springen und so. Also das war schon wichtig. Da musste er ja hinterher. Aber drüben am Sprungbaum, da war es ja 7, 8 Meter, was da raufging. Das war halt einfach wieder ein Messen mit anderen. Wir sind halt, also da sind wir uns sicher sehr ähnlich, dass man einfach nicht aufgibt. So sind wir nicht erzogen, wir geben nicht auf. Also ich meine, seine Erziehung war schon auch hart, so ist nicht, meine auch. Inwiefern? Naja, dass man nicht aufgibt und wenn man sich wehtut, dann steht man wieder auf und geht weiter.
oder? Ja. Allgemein kann ich sagen, dass unser Vater ein liebevoller Vater war, so wie ich ihn als kleines Kind kennengelernt hatte. Was dann sich auf einmal entwickelt hatte, war schockierend. Klaus geht in die 3. Klasse, als sich der Vater plötzlich verändert. Es begann mit heftigem Streit, mit finanziellen Geschichten. Mein Vater wusste vermutlich nicht, wie viel Geld eine Familie braucht. Es waren Situationen, die auf einmal bedrohlich auf uns Kinder und auch auf meine Mutter wirkten und die auch immer stärker wurden. Das schlug dann sehr schnell um in richtige brutale Szenarien zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Es gab dann einen Griff zum Messer, als wir alle in der Küche standen und mein Vater auf einmal aus der Küchenschublade ein Messer zog. Einmal war sie auch ziemlich stark verletzt. Und da war dann schon, wie gesagt, eine Angst, da passiert irgendwie mal was. Wie seine zwei älteren Brüder fährt Klaus ab der 5. Klasse ins Gymnasium nach München. Hier lassen seine schulischen Leistungen rapide nach. Es begann dann bei mir die ersten schlaflosen Nächte. Wenn ich von der Schule heimkam, hat man schon immer den Gedanken im Kopf, wie wird es heute aussehen. Das war immer bei mir letztendlich die Angst, es kommt zu einer tödlichen Attacke. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt war mir klar, und ich habe das auch zu meiner Mutter auch einmal wirklich gesagt, ich habe gesagt, es dauert nicht mehr lange und dann bringt irgendjemand von uns irgendjemanden auch um. Das wird so lange nicht mehr gehen. Es war natürlich auch wichtig, wenn das zu Hause total eskaliert war, mit meinem Vater einfach raus. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, so und jetzt machen wir das Dach auf und wir fahren jetzt einfach irgendwo hin. Und das war auch fürs Überleben wichtig. Unser Cabrio hat da sehr viel dazu beigetragen. Mit Christina, seiner ersten Liebe, fährt Klaus oft ins Grüne. Kannst du dich denn noch erinnern, wie das war damals, als du mit deiner Mutter hierher gefahren bist, um ein bisschen zu entkommen und rauszukommen? Ja, es war natürlich immer total besinnlich, auch die Luft und der Ausblick, die Ruhe spürt man jetzt auch und wieder so die Freiheit auch spüren. Ja, auch wieder Mensch zu sein, auch wieder Hoffnung zu haben. Erst nach einigen Jahren haben wir über Umwege auch erfahren, was da wirklich stattgefunden hatte. Aber das hat die Angst nicht irgendwie vermindert. Im Gegenteil. Der Vater soll an einer Form der Schizophrenie leiden, mutmaßen die Ärzte. Um sich zu schützen, zieht die Mutter mit ihren Söhnen in den ersten Stock des Hauses. Wenn ich mal runterging, dann sah ich fast einen Altar aufgebaut, wo das Bild meiner Großmutter stand. Und es waren eben dann Zwiegespräche, die mein Vater mit seiner Mutter hielt, als ob zwei Personen gerade sich unterhalten. Das war also wirklich eine extrem befremdliche Situation. Das geht so bis Ende August 1970. Ich bin in der Früh aufgewacht und ich sah meine Mutter am Fenster, wie sie mit dem Fernglas Richtung Zug, Waldrand geguckt hatte, wo sie ihn wohl schon mal vom Gleis geholt hatte. Aber Gott sei Dank hat sie ihn selber ja nicht gefunden. Klaus ist 13, als sich der Vater auf den Bahngleisen in Wessling selbst tötet. Ich habe wirklich damals nur die Erlösung gesehen. Ich konnte in diesem Moment
überhaupt keine Trauer empfinden. Ich habe nur noch funktioniert als ein Mensch, der sich gesagt hat, das ist jetzt vorbei. Und mehr war da nicht da. Ich hab's verdrängt und ich habe mich natürlich erst einmal auf das konzentriert, was jetzt Zukunft war. Wir haben uns dann unten neu eingerichtet wieder. Wir haben neu tapeziert, wir haben das ganze Haus einfach bunter gestaltet. Wir haben auch einfach wieder zu uns selber gefunden. Seit einigen Jahren machen Christina und er zusammen Musik. Heute proben sie für ihren nächsten Auftritt. Someone to count on in a world ever changing. Here I am, stop where you're standing. Angst ist einfach etwas, was zutiefst in der Seele schmerzt und einen ausbremst. Und das muss man auch schnell wieder loswerden. Und das Vertrauen in die Partnerschaft mit der Christina, das hat mir unheimlich geholfen, nach diesem Trauma mit meinem Vater wieder diesen Lebensmut dann auch zu gewinnen. Strange, when you think of the chances that we both be in a state of mind, too cruel to be careless, looking for a right thing. Oh babe, don't look any further. Dieses Zusammensein mit Klaus in jungen Jahren, das war für mich schon so ein Zuhause. Ich habe schon so Wurzeln auch gewollt in meinem Leben. Das war für mich einfach Zuverlässigkeit, wirklich absolute Zuverlässigkeit. Also ich habe eigentlich nie daran gezweifelt, dass wir fest zusammen sind, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass er mein Freund ist. Dann hat er sehr viel über Dinge nachgedacht in der Tiefe. Da glaube ich, hat er die Musik auch viel gegeben, ne? Die Band damals auch. Auf jeden Fall. War ein ganz großer Bestandteil seiner Jugend. Er war aber auch immer der Bandleader. Also da war kein Zweifel dran. Klaus ist einfach der Bandleader, der Geborene. Manchmal ist er ein bisschen stur auch. Dann war er ein wahnsinniger Sportler. Also der konnte Skifahren wie kein anderer. Er ist erst Moped, später Motorrad, auch sehr souverän. Auch das war natürlich, sag ich mal, für eine junge Frau auch interessant damals. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft ist Klaus mobil. Hier wohnen auch seine Freunde. Die Liebe zum Motorrad hat sie zusammengeschweißt. Servus. Hey Klaus, servus. Servus. Und seid ihr am Schrauben? Ja, doch. Geh weiter ums Eck. Da kannst du einmal Schimmel grüßen. Sitz ihn auf. Mein Baby, Menschenskinder da. Die Überreiche mitgenommen. Ja. Amerika. In der Schulzeit waren wir mehr das untere Dorf und der Klaus war im oberen Dorf. In Wessling war das da schon immer eine andere Liga da irgendwo. Also. Akademikerfamilie. Akademikerfamilie, das gab es damals noch irgendwie. Das hat sich halt alles Gott sei Dank komplett geändert irgendwie. Aber damals war da auch so, sag ich mal, von der Seite eher weniger Kontakt. Ich wollte nie Akademiker werden eigentlich. Was wolltest du werden? Ja, das war, fand das richtig schade, weil es mir in der Volksschule so gut gefallen hat. Ich wollte da nie weg. Und eigentlich wollte ich immer Automechaniker werden. Durfte ich aber nicht. Ich hab Witze hier, oder? Ja. Schade, dass du so schwierig hast. Also Zündfunken habt ihr, oder? Hab ich nicht geglaubt. Das erste eigentlich. Gib mal die Zimtkerzen, dann werden wir dran riechen. Ja. Ja, Achtung, Zimtkerze ist da. Hast du das da? Ja. Ja. Bisschen was. Ist ein bisschen feucht, gell? Ja. Als Teenager haben wir uns halt Easy Rider angeschaut und das war für uns natürlich auch ein Film, der richtungsweisend war. Geil. Ja, eine kleine Tour mal wieder zum Eingewöhnen, das wäre vielleicht einmal eine Idee. Machen wir, oder? Ich riech mich nach dir. Ja, wenn, dann fahrt's gleich, das ist zu wurscht. Aber mir der nicht schnell. Also erst einmal am Anfang, so erster Gang. Ja, traust du dich mit deiner nicht mehr, oder? Traust du dich nicht schnell?
Die ist so schnell. Setz die Brühe auf und dann probierst du, ob der Helm drüber geht. Diese Freiheiten habe ich auch manchmal ein bisschen vielleicht zu stark ausgelebt, wobei dann eben die Schule schon auch drunter gelitten hatte. Schau, hey, super. Wahnsinn. Besser geht's ja gar nicht. Hey, früher. Wir früher. Mit 17 bricht er das Gymnasium ab. Statt einem Abschluss macht er Musik und jobbt nebenher. Und? Angstschweiß. Angstschweiß auf der Stirn. Ja, okay, komm. Oh, oh. Wir schauen, dass ich da rüberkomme. Ja, da kommst du schon. So geht's schon. Ah, ja. Ja. So, jetzt okay. Da. Das ist der Fuß dann drum. Siehst du das? Da muss ich wohl mit dem Fuß. Wir waren schon in der Zeit sehr, sehr gut drauf. Viele Ausfahrten mit den Mopeds, viele Partys, viel erleben, auch sich für die Frau natürlich zu interessieren. Ist schon zur Sache gegangen, das ist völlig klar. Und es war ja auch eine Zeit eben der Entdeckung der Sexualität, auch wie weit kann ich gehen, was vertrage ich oder was vertrage ich nicht mehr. Schulisch bekommt er gerade noch die Kurve. Mit Anfang 20 meldet er sich auf der Fachoberschule an und macht dort das Fachabitur. Ja, total aufregend. Welches Kinder? Ein bisschen Angst vor dem Anfang, aber der Sound und die Luft. Das ist Joyce. Und wow. Mit Günther hat er noch ganz andere Harley-Touren überstanden. Hey, Freunde. Über die Motorradleidenschaft hinaus verbindet sie alle hier seit über 50 Jahren eine tiefe Freundschaft. Es gab kein Neid, es gab nicht irgendwie irgendwelchen Materialismus oder sonst was. Das hatte nie einen Platz und Gott sei Dank. Wir wollten Spaß haben, wir wollten keine Nerven, keine anderen, mit guten Freunden zusammen sein und fertig. Wir waren ehrlich, alle. Ja, das glaube ich. Also grundsätzlich, also du konntest dich auf jeden, ohne lang drüber nachzudenken, verlassen gehen. Und Karriere war auch nicht angesagt. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nichts, gell. Karriere. Ich hatte damals eben am Studienplatz gewartet, habe einen sehr guten Job als Briefträger gehabt. Und da war halt auch kein Stress oder sowas. Das hat, glaube ich, haben wir nicht empfunden, sondern wir haben uns wirklich daran erfreut, halt die Dinge auszumachen, zu planen und dann ging's los. Sie träumen davon, Amerika mit den eigenen Maschinen zu bereisen. Und dann haben wir sofort angefangen, ja, selber Kisten zu bauen, wie wir das am besten machen. Gell? Und das war so easy und auch erschwinglich, also war wirklich toll. Und grundsätzlich war es einmal so, dass man sich gar nicht so vorstellen kann, dass man 3 Monate außer nichts tut, außer Motorrad fahren. Das ist heute noch manchmal, wenn du zurückdenkst, irre. Wir haben das Ganze ja nochmal gemacht mit einem halben Jahr. Also das war nochmal eine Steigerung. Aber damals war das war irre. Also wir haben uns jeden Tag angeschaut und haben es nicht glauben können. Gell? Die Zeit spielte keine Rolle mehr, irgendwelche Verpflichtungen spielten keine Rolle mehr. Einfach jetzt los und das einfach genießen bis in die letzte Pore. So was erlebt man wirklich nur einmal im Leben und da hat alles gepasst. Es gingen schon viele Beziehungen auch zu Bruch. Wir sind von der Tour zurückgekommen und waren halt dann erst mal irgendwo in der Kneipe und dann ging es erst nach Hause. Und das war halt auch manchmal wurde nicht so toll aufgenommen. Sie alle sind nun Anfang 30. Und während die Freunde immer solider werden, lebt Klaus weiter von seiner Musik, gründet eine Band und arbeitet in einem Harley-Laden.
Andere begannen, Familien zu gründen, hatten schon richtige Bahnen, in denen sie verankert waren. Und ich war auf einmal immer mehr auf der Suche nach mir selbst und konnte mich nicht finden. Ich hatte irgendwie den Anspruch an mich, ich muss jetzt erwachsen werden, ich muss jetzt dieses Easy Living aufgeben, ich muss eine seriöse Familienstruktur aufbauen. Und ich meine, ich hatte viele Partnerwechsel. Okay, und das war mir alles zuwider auf einmal. There were times I forget where I come from. I had to win and to lose, I called the family blues. But now I'm down. Ich saß manchmal stundenlang mit der Gitarre in der Hand auf dem Sofa und es passierte nichts. Ich war drin in einer Leere und wusste nicht warum und schon gleich dreimal nicht, wie komme ich da wieder raus. Er stürzt immer tiefer in eine Depression und zieht sich mehr und mehr zurück. Ich habe eine Szene immer heute noch vor mir. Ich war in einem Aufzug, da war ein Spiegel drin und da habe ich mich angeschaut und ich hab mich nicht mehr erkannt. Ich habe mich auch nicht mehr sehen wollen dann letztendlich. Wenn ich in den Spiegel geschaut habe, ich habe da irgendwie einen Menschen nur noch gesehen, der für mich keine Bedeutung mehr hatte. Da hatte ich natürlich die große Angst, habe ich auch irgend sowas in mir, wo sich auf einmal irgendwie was verändert. Ähnlich wie bei meinem Vater, eine psychische Erkrankung. Und ich kann das nicht mehr steuern. Ich komme da auch nicht mehr weg. Ja, ist schon ein bisschen eine Lebenskrise gewesen. Und wenn du reingekommen bist, das ganze Zimmer, alles war dunkel gestrichen. Es war unheimlich. War da immer fast stockfinster drin. Da hast du gesagt, hey, machen wir ein Licht. Und sagt er, ich brauch keins. Zeitgleich kündigt sich eine weitere Katastrophe an. 1990, dann waren wir im Sommer auch auf einem Halli-Treffen. Da war auf einmal, bin ich aufgewacht, habe auf einem Auge fast nichts mehr gesehen. Und konnte aber relativ schnell mich daran gewöhnen. Also Autofahren, Motorradfahren ging, auch mit einem Auge noch. Wie das zweite schlechter wurde, da war Panik. Da kam halt zum ersten Mal auch das Wort Erblindung ins Spiel. Die Ärzte konnten mir nicht sagen, wie lange ich noch was sehen werde. Und ich habe gedacht, es gibt mir den Rest. Die Diagnose lautet Netzhautablösung. Mit mehreren Operationen versuchen die Ärzte, die Erblindung hinauszuzögern. Hoffen, bangen hin und her, weil es mal schlechter, mal besser wurde. Und eine eindeutige Aussage der Ärzte nicht damals möglich war. So musste ich halt in so eineinhalb Jahre einfach in dieser Ungewissheit leben. Die größte Angst war, dass ich das wirklich, das Gefühl, ich möchte so nicht mehr weiterleben, dass das halt, dass sich das immer mehr breit macht in mir. Es gibt keine Zukunft. Würde ich in der Lage sein, das überhaupt zuzulassen, zu erleben. Obwohl ihm die Ärzte wenig Hoffnung machen, lässt er sich mit 35 Jahren noch mal operieren. Ich habe nach der Operation die Augen aufgemacht, wusste, das war's jetzt. Und in dem Moment schoss wie ein Blitz durch mich eine Energie, die ich wirklich erst einmal nicht begreifen konnte. Ich habe gesagt, so, und jetzt ist die endgültige Diagnose da. Und jetzt stellst du dich auf deine Beinchen und dann geht's jetzt los. Und dann habe ich am selben Tag praktisch angefangen, hing fast nur am Telefon und alles Mögliche zu koordinieren. Wie dann eben diese Endgültigkeit attestiert war, das war für mich also praktisch der Jump dann in dieses neue Leben. Und ich habe gesagt, so, und das wird jetzt, da gibt es jetzt eine Willkommenserklärung für dieses blinde Leben und das ziehst du durch. Doch er macht sich Sorgen, ob er nach der Erblindung weiterhin als Musiker erfolgreich sein kann. Servus, Klaus. Nancy. Servus, grüß dich Gott.
Ja, super, dass das klappt. Passt alles beieinander. Das war wieder alles beieinander. Um proben zu können, muss er mehrmals im Monat nach München. Dann darf ich dir den Koffer geben? Ja, gib mir nur den Koffer. Danke. Wir waren eigentlich vorbereitet, aber wo das dann auf einmal klar war, das war dann schon ein Schock dann irgendwo. Und vor allem, wie man mit dem Thema dann umgeht, wie man das jetzt organisieren muss und wie kann man ihm jetzt da helfen. Und da muss ich eigentlich sagen, das erste Mal, wo dann der Klaus um die Ecke gekommen ist mit seinem Stock da, und eigentlich war wie immer. Es war jedenfalls unheimlich, wie er das weggesteckt hat. Ohne Jammer, ohne alles. Einfach gesagt, es geht normal weiter und ich möchte auch genauso behandelt werden wie vorher. Er war einfach tatkräftig, was er vorher nicht war. Also ich habe ihn schon eher gelähmt empfunden vorher. Er hat gewusst, dass wir da sind und dass wir ihn jederzeit holen oder wenn wir irgendwo hinfahren, dass wir ihn mitnehmen. Oder wenn wir zum Einkaufen fahren wollen, der hat er bloß Oder verbraucht. Ist das so selbstverständlich? Ja. Doch, das war klar. Da ist jeder gefahren. Da hat er angerufen in der Früh, hat er gesagt, was er braucht, und dann haben wir es ihm geholt. Hier ist er auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen. Ja, ich denke mir natürlich schon, immer mit dem nach München fahren. Jeder ist halt auch einmal alle paar Wochen dran. Und es ist nicht so ganz einfach, dann zu sagen, okay, man ist jetzt hilflos. Was mir Kraft gegeben hat, zu sagen, das sind deine Freunde und das sind so gute Freunde, sowas hat nicht jeder. Und die darfst du nicht enttäuschen. Und das war sicherlich auch so ein gehöriger Antrieb. Achtung, Stufe. Genau. Ich war natürlich froh über diese Hilfen. Auf der anderen Seite, ich habe immer das Gefühl, ich kann das nie alles zurückgeben, was ich bekommen habe an Hilfen, an Unterstützungen, an Zuwendungen von meinen Freunden. Da fühlt man sich immer ein bisschen in der Bringschuld. Das ist eine Belastung. Ah, da kommt ja der Peter. Mit Peter, dem das Studio gehört, verbindet ihn eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Ich bringe hier einen weltberühmten Gitarristen. Servus. Heute hat er mich hergefahren. Servus. Und, genau. Und du fährst mir dann um 10 Uhr wieder vor zur Tanke. Ja, du kommst dann wieder. Super. Ich komm dann wieder. Alles klar. Also dann bis später. Ciao. Jo, danke nochmal fürs Fahren. Bitte. Super. Sie haben Platten und CDs produziert und treten zusammen auf. Du brauchst halt eine gewisse Aufmerksamkeit dem anderen Menschen gegenüber, einfach zu sehen, da fehlt es jetzt gerade, dann lang ich halt hin. Der Klaus braucht jetzt gerade sein Kabel und dann langst halt hin und nimmst das Kabel hin. Gitarre steht da. Super, danke. Aber jetzt ein Stativ, da ist in den fast 30 Jahren, es gab nie Streit. Nie, aber nicht ein einziges Mal. Das liegt wirklich daran, dass er blind ist, weil du kannst dir das nicht leisten, dich zu streiten. Ja, diese Erblindung macht es einfach unmöglich, dass du irgendwelche Egoismen in den Vordergrund stellst. Sei es jetzt musikalisch oder menschlich, ist einfach so. Servus. 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 Servus, Klausi. Grüß dich. Hallo. Ganz am Anfang war es durchaus eine Art Verzweiflung. Wenn ich die Erkenntnis gehabt hätte, es geht nicht mehr, dann wäre wirklich eine Welt zusammengebrochen in mir. Ich habe geübt wie ein Irrer, um einfach die Sicherheit wieder zu haben, dass ich auch wirklich den richtigen Ton spiele. Bereits 2 Wochen nach seiner Erblindung steht er mit seiner Band wieder auf der Bühne. Da ist natürlich ganz wichtig, dass ich Vertrauen habe auch zu meinen Musikern und ich ihnen auch einfach sagen kann, ich muss jetzt auf die Toilette oder ich muss das und das. Das sind dann eben auch sehr intime Geschichten. Ein Bassist hatte mich auch mal vergessen auf dem Klo. Auch sowas ist passiert. Aber gut. Eins, zwei, drei,
4 und Schluss am Rand. So. Tägliche Übung. Ich war Sportler und auf einmal kriegt man gesagt, ich darf keinen Sport mehr treiben. Das war schon Höchststrafe. Ich meine, das ist jetzt keine tolle Sache, da jeden Tag auf demselben Rad, in derselben Gegend, ohne Wind. Aber es hilft nichts. Die Fitness muss bleiben, solange es geht. Stretching und sowas ist alles nicht mehr modern. Aber gewonnen habe ich eine Erkenntnis. Ich muss für mich selber die Dinge so anpacken, dass es auch wirklich funktioniert. Kleine Schritte und mich an den kleinsten Dingen so zu erfreuen, dass ich wirklich mir auf die Schenkel haue und sage, das ist ja toll. Und ich habe das nie getan, zu sagen, ich habe mein früher hast aber das so gemacht oder früher bin ich dann beim Skifahren im 10-fachen Tempo runter oder sonst was, sondern nie, ich habe nie dann gemessen, was war früher. Auch die Liebe gestaltet sich völlig neu für ihn. Natürlich war die Frage, wie kann ich mich verlieben in jemanden, den ich nicht sehe? Und das war eigentlich eine Situation, die war nicht lustig. Das Vergnügen hatte ich auch, dass eine oder andere Frau mir auch erlaubt hat, sie zu berühren, um zum Beispiel, was weiß ich, Gesicht, Nase oder wie auch immer was zu erfassen. Auch wenn nichts draus wurde, war das trotzdem auch, haben mir die Frauen auch bestätigt, eine ganz völlig neue Erfahrung, auf diese Art und Weise mal betrachtet zu werden. Wie gesagt, eine Grundangst ist halt einfach, vielleicht ist bei 80, 90, 95% der Mädels halt, sagt sich, nee, ist zwar ganz nett, aber nicht mit einem Behinderten. 6 Jahre nach seiner Erblindung lernt er Karin aus dem Nachbarort kennen. Klausi war mir total sympathisch, total. Und ich habe halt dann die ganze Zeit überlegt, was kann ich jetzt, wie stelle ich das jetzt am besten an, dass wir uns wieder treffen können. Und ich wusste ja, dass der Klausi Gitarrenlehrer ist. Das heißt, ich habe ihn dann einfach ein paar Tage später mal angerufen und ich werde jetzt einfach mal probieren. Die erste Beziehung vorher als Blinder ging ziemlich in die Hosen, wie man so sagt. Mhm. Und da war ich halt leider auch in so einer Phase wieder, wo ich mich arg zurückgehalten habe. Wo ich mich also nicht so gehen lassen konnte, zu sagen, okay, ich verliebe mich jetzt und so, wie auch immer. Das war ein bisschen, eine Bremse war da schon drin. Aber du hattest also was, wo das schnell aufgeweicht ist. Also andere hätte es vielleicht nicht so geschafft. Ich wusste, dass er blind ist, schon länger. Und also das hat für mich absolut keine Bedeutung gehabt. Also überhaupt nicht nachgedacht, ob das jetzt irgendwas wäre, was dann vielleicht, sag ich mal, einfach so anstrengend ist oder was. Du warst nie einer, Gott sei Dank, wo immer so, ach, kann soll ich dich nehmen? Und, genau. Das mache ich ganz früh. So. Ich habe halt ja, einfach nein, nur halt ohne Wenn und Aber. Ich sag mal, jetzt sind wir doch schon sehr lange zusammen und da ist immer noch die große Liebe. Ich glaube, wir haben nie irgendwie versucht, unsere Persönlichkeiten dramatisch zu verändern und zu sagen, das muss jetzt so sein und wie auch immer was. Also ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, damit sowas geht. 2007 heiraten Karin und Klaus. Beide sind ehrenamtlich tätig. Karin kümmert sich um verlassene, kranke Tiere. Klaus ist Gemeinderat und Sozialreferent in Wessling. Ich bin 2008 in den Gemeinderat gewählt worden. War auch damals ein bisschen ein Aufschrei, um Gottes Willen, was macht ein Blinder im Gemeinderat? Und ich habe dann gesagt, es gibt schon so viele Blinde in der Politik, da kommt es auf mich auch nicht mehr drauf zusammen.
Susanne hat ihn damals für die Kommunalpolitik geworben. Mit ihr besucht er heute die Baustelle der Grundschule. Als Behindertenbeauftragter ist er in die Planungen eingebunden. Ich habe gekämpft für Anlagen, für hörgeschädigte Kinder, für Kinder, die im Rollstuhl sind. Und ganz wichtig ist halt für eine Schulbildung, die für alle da ist, eben auch für Menschen mit Behinderung, dass das umgesetzt wird. Das ist ja unsere Zukunft. Wir möchten ja nicht mehr diese separate Bildung haben, sondern wir wollen eine Beschulung von allen Kindern. Und wenn sie eine Behinderung haben, dann ist es so. Manchmal, wenn ich das jetzt so sagen darf, haben wir dann schon ein bisschen gestöhnt, weil wir uns das fast schon ein bisschen, ja, darf ich jetzt das so sagen, fast schon ein bisschen viel geworden ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich deinen Mut immer wieder bewundert. Du hast nicht losgelassen und du hast immer wieder das, was dir wichtig war, in die politische Diskussion im Gemeinderat mit eingebracht. Das ist jetzt 15 Jahre bald her. Ja, 15 Jahre. Und ich bin immer noch überglücklich, dass sie mich dazu gebracht hat. Völlig klar. Hand aufs Herz, stimmt das wirklich? Hand aufs Herz, stimmt wirklich. In seinem Ehrenamt ist Klaus für andere da, so wie die Freunde für ihn. Auf ein besonderes Ereignis blicken sie heute gemeinsam zurück. Vor einigen Jahren haben sie ihn wieder zum Skifahren motiviert. Der Klaus war schon immer der beste Skifahrer von uns. Und ich habe das mal selber probiert, keine Chance. Ich hätte gar nicht zwei Schwünge zusammengebracht, ohne zu sehen. Das ist natürlich für die Psyche schon wahrscheinlich eine ziemliche Belastung war, können wir schon verstehen. Ich denke, ich habe schon einiges zurückgegeben, auch einfach durch meinen Charakter. Ich habe mehr oder minder alles auch mitgemacht. Und da gehört ein gewisses Wagnis dazu, freilich, aber auch natürlich das Vertrauen in die Freundschaften. Okay, jetzt fangen wir an, langsam nach links, wo ist okay, und weiterfahren. Weiter rüber, rüber, einfach. Ja, das ist genau richtig. Letztendlich bin ich halt unglaublich dankbar. Also ich erfreue mich schon sehr, sehr oft an diesem Leben, wo man sagen würde, das ist ein grausames Schicksal. Ich sehe es gar nicht so, weil eben, wenn ich das sehe, was alles auch passiert ist und was sich alles zugetragen hat, sehe ich es einfach nicht als Schicksal. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road.